Ja, perfekt. Ich habe Hunger. Also gibt es heute Reis. Heute mal nicht den Topf, der da ist, aber das Abwaschen abgewaschen. Wir nutzen heute mal die Küchenmaschine, sonst benutze ich meinen Reis. Hier steht Kocheinsatz. Das ist der Kocheinsatz. Nochmal weiter. 200 Gramm Reis mit Waage. Also das erste Mal, wo ich das mache, hier in der Küchenmaschine, also Reis kochen mit Wasserdampf. 200 Gramm ungefähr. Perfekt. Ich habe auch einen Griff. Machen wir weiter. Ein Teelöffel. Gut, nächstes Reel. Also hier auf dem Display steht jetzt eine Prise Salz. Alpensalz habe ich natürlich immer im Vorratsschrank hier stehen. Überstreuen. Und 1,5 Liter kaltes Wasser. Dann habe ich einen Messbecher. Machen wir kaltes Wasser rein. Bin ich immer gespannt, wie der Reis nachher schmeckt. Ist natürlich auch eine Waage mit eingebaut in der Küchenmaschine. Gehen wir auf Tara. So, Tara heißt nämlich 0 und gibt mir darüber. Das ist schon viel Wasser. Steht 1,5 Gramm und 1,5 Kilo ungefähr. Wenn ich nicht verrechnet habe. Ja. Ja, 1500 Gramm brauchen wir, 1300 brauchen wir. Also sind das genau 1,5 Liter Wasser ungefähr. Ich denke mal, auf 10 Gramm kommt es nicht drauf an. So. 1,6 habe ich jetzt. Ja, prima. Drehen wir hier weiter. Jetzt hier Reis kochen. Deckel hier drauf. Mal zu, hier oben nochmal zu. Und auf Play. Das war eine Viertelstunde ungefähr. Dann schmeiße ich gleich wieder mal den Backofen an. Ich glaube, auf der Gebrauchsanweisung schon drauf. Ungefähr 20 Minuten. Ich warte jetzt nochmal 10 Minuten und dann ist es ungefähr gleichzeitig fertig. Ja, also, den Fisch habe ich getimed. Ich habe mir viel vorher das Programm ein bisschen angeguckt. Dauert ungefähr 35 Minuten der Reis. Jetzt gleich fertig, wie man sieht. Ich habe mir jetzt hier Bolognese-Soße aus dem Honigglas. Also, das habe ich nur, das ist nur ein altes Glas, da ist aber Bolognese-Soße oder Tomatensoße drin. Aber es steht Honig drauf, aber Bolognese-Soße. Tomatensoße habe ich mir ein bisschen gemischt. Ich habe hier ein Glas, was aufgegangen ist. Und jetzt geht es hier weiter. Machen wir den Deckel mal auf, noch eine Viertelstunde. Das kocht. Machen wir weiter. Jetzt soll man das umrühren. Einfach einen Löffel oder einen Spatel, ist ja egal. Dann machen wir den Deckel wieder drauf. So. Und noch weiter. So. Perfekt. Also, es gibt heute lecker, lecker Reis aus dem Silver Quest mit Handgriff zum Rausnehmen. Handgriff, damit sich die Finger verbrennt. Dann gibt es lecker Tomi. Rot-Weiß. Bisschen Tee habe ich mir gekocht. Bisschen Tomatensauce. Das ist eigentlich Tomatensauce. Also Bolognese mit Hackfleisch. Man sieht es ja, wenn man sich ein bisschen mit auskennt. Aber ich mache mir das jetzt einfach auf meinen Fisch und auf meinen Reis. Und werde es dann mir schmecken lassen. Ein lecker Reis. Mache ich mir hier hin. So. So. Dann kommt natürlich noch mehr Reis. Und dann hole ich mir einen Backofen mit den Pfoten, mit den Fingern. Reis, 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 Reis. Zack, zack. Ja, perfekt. Brandblase habe ich schon.
Kinderpflaster kommt gleich noch drauf. Sicherheitshalber, dann kommt noch Reis und lecker. So, schon wieder. Ich weiß gar nicht, welche Runde, welcher Part das ist. Also wir haben Tomi Weiß-Rot. Ein bisschen Tomatensauce, habe ich ein bisschen abgeändert. Kann ich auch einfach als Soße nehmen. Ich habe da vier ganz, ganz viele Gläser. Ich habe diesmal ein bisschen übertrieben mit Bolognese-Soße, also mit Tomatensauce oder Bolognese-Soße. Ein bisschen übertrieben, zwei große, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kleine noch. Aber die kann man ja für alles benutzen, für Pizza, für Reis, Nudeln, Auflauf. Und ja, das lassen wir jetzt halt schmecken. Dabei gucken wir ein bisschen Haus des Geldes weiter. Und werde dann den Abend ausklingen lassen. Gucken, morgen ist Freitag, Wochenende, was da passiert. Jo. Yum, 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 lass es mir gleich schmecken. Yum, yum. So, wie gesagt, so sieht mein Essen heute aus. Mayo in der Hand. Reis, Tomatenketchup. So. Zack. Und machen wir mal das Licht aus. So, alles in einer Hand. Und lecker was, ich habe keine Fischstäbchen, es gibt Backfisch, Reis, bisschen Soße, also Fischstäbchen. Hatte ich keine Lust, ich bin da keine 12 mehr oder kein Rentner. War auch nur Spaß. Also ich gucke, was das Geld ist weiter. Also ich esse ordentlich einen Backfisch mit Reis, Tomatensauce und Fischstäbchen kann Rentner essen, wie Montana Black oder so. Manchmal esse ich das auch, wenn mein Sohn da ist. Dann mache ich Fischstäbchen. Und Kartoffelpüree und Dino-Schnitzel. Manchmal kaufen die auch alleine. Und Pommesgesichter sind auch. Pommesgesichter sind einfach. Pommesgesichter. Daumen nach oben da lassen. Ich wünsche euch was. Ich gucke jetzt weiter, Haus des Geldes.